diese IHK und alle IHKs in Bayern nicht nur ein königliches Edikt steht, sondern es waren Kaufleute, es waren Fabrikbesitzer. Heute würde man sagen, es war ein Bottom-up-Ansatz. Es waren Interessensvertreter der Wirtschaft, die gesagt haben, ein feudales System wird unser Land nicht in die Zukunft tragen. Es war aber leider Gottes auch eine Zeit, in der man über Zölle, über Handelsbarrieren und vieles andere gesprochen hat. Leider wird das Thema, meine Damen und Herren, die derzeit wieder so aktuell wie damals sind. Der dritte, liebe Gäste, wir sprechen gerne als Politiker über Institutionen und auch Krise der Institutionen. Nun gibt es, Herr Weihbischof, viele Institutionen. Es gibt die Kirche, es gibt die Gewerkschaften, die politischen Parteien. Und auch die IHK, so wollen wir an diesem festlichen Abend heute ehrlich sein. Viele dieser Institutionen haben an Bindungskraft verloren, meine Damen und Herren. Sie haben an Akzeptanz verloren. Aus welchen Gründen auch immer, die IHKs haben das nicht getan. Und könnten böse Zungen sagen, kein Grundstück, Herr Staatsminister, es gibt ja die Pflichtmitgliedschaft. Und deshalb lassen Sie mich ganz klar all denen sagen, die das immer wieder gerne in Frage stellen, und ich frage mich manchmal, nach welchem Motto da verfahren wird. Ich verfahre persönlich in meiner Lebensdevise nach dem Motto, das Bessere ist der Feind des Guten. Wenn uns was Besseres einfällt, dann ja. Aber es ist uns nichts Besseres eingefallen, es wird nichts Besseres geben. Und wenn Sie die internationale Landschaft sehen, dann beneiden uns viele Länder um dieses System. Und deshalb in aller Kürze nur 5 Punkte. Seit 175